Sound, das Radiomagazin der Bruckner Uni für Schauspiel, Musik und Tanz. Nach längerer Zeit wieder Willi für die Schafe, der zusammen mit dem Chef von Unisounds, eigentlich Christian Lutz, heute diese Sendung gestalten darf. Wir hörten jetzt Sevillanas. Es ist eigentlich die Eröffnung der heutigen Sendung, was eine Reminiszenz für einen von mir sehr geschätzten, leider zu früh verstorbenen Musiker eben ist. Sevillanas ist ein lateinamerikanisches Lied, den Gerhard Gieser oder die Gerhard Gieser, wir werden heute eine Collage seiner Tätigkeiten hören, eben aufgespielt hat. Ich darf ganz herzlich begrüßen heute seinen Sohn, Florian Gieser, der natürlich ebenfalls Musikant ist, sage ich im besten Sinne des Wortes, er ist ein studierter Musiker, was aber dem Musikantischen natürlich keinen Abbruch erteilt. Und lieber Florian, schön, dass du hier bist und dass wir heute zusammen diesen musikalischen Nachruf machen dürfen. Danke für die Einladung. Florian, du wirst uns natürlich auch das erzählen, was nicht mal ich weiß, obwohl ich deinen Vater ja schon seit Jahrzehnten kennen durfte, mit ihm viele Aufführungen, viele Konzerte gestalten auch dürfte. Aber alles kann ich nicht wissen und alles kenne ich nicht. Der zweite Titel oder das zweite Lied, wie spricht man das genau aus? Merci Ditas.
Zuerst Civilianas war das und genau, und das, die Nummer heißt Merceditas. Genau, und das nächste, wir werden jetzt noch zwei Lieder hören, Merceditas und dann das eine Naranjitai, ja, dass man genau. Das richtig... Sind das argentinische Lieder? Also Sevillanas ist einfach Flamenco-Stil, da waren wir eher noch in Europa, genau. Das erste Lied, das wir bereits gehört haben. Genau, ja. Und Merceditas eigentlich auch. Und Naranjitai, da geht es dann rüber nach Argentinien, das ist eigentlich... Volksgut, aus dem Volksgut eigentlich. Da gibt es verschiedene so charakteristische Stücke und das ist eines davon. Du hast das so herrlich aufgelistet, Florian. Da steht das Jahr 1988. Ich glaube, das spielst du noch nicht. Das war ein Jahr vor meiner Geburt. Ein Jahr vor deiner Geburt, umso interessanter. Ich kann mich an diese Zeit noch genau erinnern, meine Damen und Herren. Gerhard Gies und seine Familie, wir kennen uns eben schon erwähnt seit Jahrzehnten und ich weiß noch genau, wie eben der neben mir sitzende Florian dann bereits geboren war, aber eben noch, sein Talent war schon da, aber noch nicht hörbar. Wir dürfen jetzt eben diese beiden Lieder, das sind Lieder, glaube ich, gell? Genau, also die ist, genau, ja. Darauf freuen wir uns. Merceditas und Narchitai. Encanto tienen mi recuerdo, merceditas, aromar a florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo, allá muy lejos, una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es sufrir, lo que es querer, porque le di mi corazón. Como una quejerante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido es mercedita la leyenda que palpita en mi nostálgica nación. Así nació nuestro querer con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es sufrir, lo que es querer, porque le di mi corazón. Sehr verehrten Damen und Herren, heute eine Reminiszenz zu Gerhard Gieser. Heute bei uns zu Gast sein Sohn Florian Gieser. Florian hat eine wunderschöne Aufstellung der Werke, der aufgesungen, aufgespielten Lieder und der lateinamerikanischen Musik zusammengestellt. Kreolische Messe, Florian, hast du jetzt angemerkt. Ich kann da was dazu sagen. Ich war bei der, ich glaube nicht Uraufführung, aber bei einer der ersten Aufführungen dieser Messe, die ja von deinem Vater sozusagen gestaltet sind, also gereiht sind oder inszeniert sind, mitgewirkt. Einmal sogar in meiner Heimatstadt Braunau am Inn. Da hat da, glaube ich, der Lehrerchor und der Herbert Sachsinger das aufgeführt und ich durfte auch mit der Zither
da mitwirken. Und du hast, glaube ich, aber zwei Eigenkompositionen jetzt hier erwähnt, die dein Vater auf dieser kreolischen Messe da eingefügt hat. Genau, also zur Erläuterung vielleicht, das war ein Jahr später, also 1990. Genau, und die kreolische Messe ist auch so ein allgemeines Kulturgut, was im europäischen Raum ganz, ganz oft gespielt wird. Und genau, die Besonderheit bei dieser Geschichte war vielleicht, dass das mit deutschen Text gemacht wurde, ne? Weil das war ja neu, das gab es vorher noch nicht. Und eine weitere Besonderheit dieser CD, die das Ganze eben einrahmt, sind ein paar Eigenkompositionen, also eine von dir, Wilfried. Und die hatten wir aber schon mal in einer Sendung und ich habe jetzt zwei ausgesucht, die der Papa geschrieben hat. Und genau, das wären zwei Eigenkompositionen vom Papa, genau. Das war Esperanza y Amor. Genau, Hoffnung und Liebe. Hoffnung und Liebe und dann Navidad, also genau. die Christi Geburt. Genau. Darauf freuen wir uns jetzt sehr, weil ich persönlich eben da sehr viele schöne Erinnerungen knüpfe. Eben Teile aus der kreolischen Messe, Eigenkompositionen von Gerhard Gieser, Esperanza y Amor, Navidad. Und Florian, du hast gesagt,
das Tolle dran ist, dein Vater war ja Deutsch- und Spanischlehrer auch im Gymnasium. Ja, fast. Also Deutsch schon und Englisch. Spanischlehrer war eigentlich die Mama, aber er hat natürlich sehr viel mit Spanisch beschäftigt. Die Mama war Spanischlehrer, aber er natürlich auch gut Spanisch sprechend. Genau. Und deswegen hat er natürlich auch diese Messe aufs Deutsch übersetzt und das ist natürlich zusätzlich hochinteressant. Wir haben eben diese zwei Eigenkompositionen eben aufs Deutsch übersetzt gehört. Remolino, was kann man da dazu sagen jetzt? Wir haben jetzt diese kreolische Messe gehört, die 1990 geschrieben, übersetzt, aufgeführt wurde. Und 1992 hast du von deinem Vater dann Folklore Argentino, oder da sind jetzt zwei Nummern oder zwei Lieder aufgeführt, die wir gleich hören werden. Genau, also Remolino war einfach der Name der Gruppe, die er damals gehabt hat, wo das eben begonnen hat mit der Beschäftigung mit argentinischer Folklore. Und der Titel, der war eben Del Norte Cordobés, das heißt nichts anderes als aus dem Norden von Cordoba, ne? Ein Teil von Argentinien. Das ist das Cordoba, also das... Genau, also das ich habe da ja weniger Fußballerische Bezug dazu, genau, aber wer Interesse an Fußball hat, der weiß das ja. genau, aber eben argentinische Folklore und genau, das war eben seine Gruppe damals mit Susanne Zellinger, mit der Irene Bröll und mit dem Wolfgang Rheinthaler. Also das war die erste CD-Produktion, beziehungsweise war es damals nur ein MC, genau. MC, aber es war die erste musikalische Produktion, die mit relativ vielen Nummern und die wirklich typische Musik aus Argentinien da eben ausgesucht wurde für die Produktion. Ja. Und aus dieser ersten Produktion, also MC, also Musikkassette war es damals hören wir jetzt Del Norte Cordobés, oder wie? Cordobés. Cordobés, genau. Ja. Und schließlich Padre Noch Viero Esla. Solo. Solo. Genau. ja, ich übe mein Spanisch. Aber darauf freuen wir uns jetzt sehr. Chacarera tiene la gracia que la mantiene, pero escuchen esta que traigo del fondo del norte cordobés. Por el funes la encontré, tonada por un grillo canto. A lo lejos la acompañaba repiqueteando con chemotor. En la casa de los Pacheco, guitarra y bombo, palos y mandolín, pa' que sepan cómo se toca la chacarera por Ischini. Y si quieren conocer a algún musiquero como no hay más, tráiganlo a don Pedro Vergara, que ni dormido pierde el compás. Me han contado que por los pozos no me la esquinan al cantar y bailar, por los pagos de don Acosta, hasta aunque el pincho quiso tocar. Y en Tuluba, ¿qué decir? Don el domingo sale a bailar, ya lo han dicho coplas mejores, yo solo la quería recordar. Y no es para comparar, porque gusto está la variedad. Solo sepan que por mis pagos chacarearíamos como el que más. Por mi norte el canto criollo no morirá jamás. Es un fuego que aunque lo apagan una y mil veces renacerá. Salta Santiago y Chucuy, La Rioja, Catamarca y Tucumán. Abra cancha, suenen los bombos porque San Roque vas a patear. Por Río Seco y Cruz del Eje, por sobre monte, Tulumba y Doctora. Se oyen gatos y chacareras desde aquel día que se aclara. A tu alma conoció, cero colorado y se querenció. Indio Pachi, que viva siempre tu puro canto de corazón. Pues Jesús María, la copla, las jineteadas, el vino y el tambor. En tu canto Abel Figueroa, todo mi norte también cantó. Cuando el canto es de verdad, no hay nada que lo pueda detener. Es la voz
que hace del pueblo vibre la esencia de nuestro ser. Y no es para comparar, porque el gusto está en la variedad. Solo sepan que por los pagos chacareríamos como el quemar. Somos ni un árbol, ni una casa, pero eso sí, estamos vivos, nada más. Tampoco está todo perdido, y se puede aún más. Tal vez con un poco de calma se pueda dar. Si lo pensamos y es si recorramos y olvidamos, si nos reímos y lloramos, y un abrazo al final. Yo tengo tanto que escucharte, y tengo tanto que explicarte. Vos tenés que volver a casa, y salir conmigo a andar. Madre, no quiero estar solo. Padre, ven aquí conmigo, tan solo a un vaso de vino y olvidar. Nos remataron simplemente la ternura y despojaron nuestros sueños y nuestra paz. La intolerancia nos jugó su cruel partida, y no subimos ni fuimos con su mar. Si lo pensamos y estudiamos, si recorramos y olvidamos, si nos reímos y lloramos, y un abrazo al final. Tengo tanto que escucharte, y tengo tanto que explicarte. Vos tenés que volver a casa, y salir conmigo a andar. Padre, no quiero estar solo. Padre, ven aquí conmigo, tan solo un vaso de vino y olvidar. Padre, no quiero estar solo. Padre, ven aquí conmigo, tan solo a un vaso de vino y olvidar. Heute zu Gast Florian Gieser, der hier auch an der Brunner Universität studiert hat und das Fach Cello abgeschlossen hat, aber dazu mehr. Wir hören jetzt noch zwei Lieder der vorhin erwähnten MC aus einer der ersten Produktion, die Gerhard Gieser da gemacht hat, nämlich Alla Sombra de mi Mama, stimmt das? Stimmt, ja. Neben mir sitzt Florian, der ein gelernter Spanisch sprechender ist. ich bin noch in Übung und dann Nachmittag, wenn es Walz. Genau. Ist dazu diesen Liedern noch was zu sagen? Oder sind das einfach also auch Teile seiner Sammlung an Liedern, seiner Sammlung an Musik? Nein, man kann nur sagen, dass es typische Lieder sind, die in dem Land jeder erkennen würde. Ne? Also die in Argentinien jeder die Melodie erkennt und auch okay, den Text also, und ja, die Titel und überhaupt. Also einfach wirklich bekanntes Volksgut. Ne? Okay, aber auch typisch Gerhard Gieser, der sozusagen diese Lieder mit hier nach Österreich genommen hat und hier veröffentlicht hat. Ne? Ja, nein, und vor allem auch immer transkribiert hat. Also entweder für sich eingerichtet, ne? und speziell dann auch, wo wir vermehrt zu zweit. Bitte Florian, sag's nochmal richtig an, in schönen Spanisch. Also die zwei Titel, ja. Ja. A la sombra de mi mamá und No me toquen ese vals. Traigo una copla en el alma para cantarle a mi mamá, como el pájaro en la rama que nada sabe de rimas. Cuando vuelva, mamá querida, si no es hoy, tal vez mañana. Todos
tienen una madre, ninguno como la mía, que arde como lucecita haciéndome compañía. De rancho, bultito nomás es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Pero su sombra me alcanza como bendición divina, es el ángel de la guarda de mi vida peregrina. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que dure dentro de mi rancho como estampita siquiera. En el patio solariego, retoño azul que traduce la voluntad de mis ruegos. Reliquia del tiempo viejo, se han hecho carne mi mamá, por eso busqué un arrimo, mi alma debajo su rama. Porque ha dado sus frutos, ya soy rama de tu entraña. Quebracho quisiera verte para hacerme sombra, mamá. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que dure dentro de mi rancho como estampita siquiera. Acostumbrando a no mirarte, me estoy acostumbrando a estar sin ti. Ya no te necesito, tu amor no me hace falta. Qué bien me siento solo, qué bien se vive así. Me estoy acostumbrando a no mirarte, me estoy acostumbrando a estar. Que labios maldecidos, porque quiero engañarme. Si yo sin ti me muero, mi vida, ¿dónde estás? No, no me toquen ese vals, porque me mata. Solo ella lo cantaba, como ella, nadie más. Si paso por Florida te recuerdo, si paso por la Valle me es igual, que si estoy en Corrientes, que si estoy en Palermo, por todo Buenos Aires conmigo siempre estás. Que voy a acostumbrarme a no mirarte, que voy a acostumbrarme, oh Dios. Que labios maldecidos, porque quiero engañarme. Si yo sin ti me muero, mi vida, ¿dónde estás? No, no me toquen ese vals, porque me mata. Solo ella lo cantaba, como ella, nadie más. Que voy a acostumbrarme a no mirarte, que voy a acostumbrarme, oh Dios, que va.
Heute zu Gast, meine Damen und Herren, Florian Gieser, der Sohn von Gerhard Gieser, der ja sehr viel Geschichtliches, sehr viel Literarisches und Musikalisches nach Österreich gebracht hat und hier veröffentlicht hat. Florian, hier steht Martin Fierro. Das hat, glaube ich, für den Papa schon einige Bedeutung gehabt, oder? Genau. Also Martin Fierro ist ein ganz wichtiges, oder eigentlich das Nationalepos von Argentinien. Und es hat in mehrerlei Hinsicht wichtige Bedeutung gehabt für ihn, weil erstens gab es früher schon in der Nachkriegszeit Versuche des, einer Nachdichtung im Deutschen, also in gedichteter Form, weil das Original ja auch eigentlich in Versen ist. Genau, aber er hat dann gemeinsam mit einem seiner Partner, mit dem er viel zusammengearbeitet hat, also mit dem Alfredo Bauer, eine Fassung eben, haben die gemeinsam erstellt. Also er hat sie quasi revidiert und der Alfredo hat sie geschrieben. Eine Nachdichtung, die mehr auf das Original Bezug nimmt. Und genau, Alfredo Bauer, vielleicht noch ganz kurz, weil der Name gefallen ist, kennt man für Exilliteratur. Also war eigentlich ein Österreicher, Wiener, der aber in der Nachkriegszeit emigriert ist nach Argentinien und dann auch dort hängen geblieben ist. Ja. Genau, und der zeichnet eben für das verantwortlich. Und die haben bei verschiedenen Dingen zusammengearbeitet. Genau, also deswegen der Name und der ist, und genau, und das ist eben sehr wichtig für diese Sache mit dem Martin Fierro. Es gibt auch zwei wissenschaftliche Abhandlungen über dieses ganze Thema, genau. Gerade für den deutschen Sprachraum, weil es da eben noch zu wenig bekannt ist. Ich finde es großartig, Florian, dass du diese schöne Musik mehr oder weniger als Erbe weiterverbreitest, dass du heute da bist, dass du sehr viel natürlich weißt über die Arbeit von deinem Vater. Und dass sozusagen diese Arbeit, dieses Musizieren oder dieses Wissenschaftliche, das dein Vater gemacht hat, jetzt weiterlebt. Durch dich. Ich finde das großartig. Was war dein Vater eigentlich für ein Mensch? Ich kenne ihn sehr gut, ich durfte ihn sehr gut kennen. Und du bist ja sein Sohn. Und du bist genauso musikantisch, wie ich schon erwähnt habe, wie er. Und was war er für ein Mensch als Vater, als Familienmensch? Naja, also ich glaube, was uns, wo wir ganz ähnlich sind, das habe ich vermutlich von ihm, ist Musik und Kreativität, dass das einfach unser Leben ist. Auch wenn es bei uns beiden letztendlich dann beruflich jetzt doch eine untergeordnete Rolle spielt. Genau, weil das ist eigentlich eine Sache, die uns ganz wichtig ist. Genauso wie Literatur. Und genau, also das hat sein Leben geformt und formt meines auch. Auf jeden Fall noch. Auch wenn ich vermutlich zum Doktorat, so wie er, zum Dr. Phil, werde ich vermutlich nicht mehr. Man, you never know. Also man weiß es ja nicht. Naja, schauen wir mal. Er hat Dr. Phil, was war sein Thema? Was war sein Doktoratsthema? Das ist auch eine sehr gute Frage und auch ein sehr wichtiges Thema. Er hat die Doktorarbeit geschrieben über diese Artus-Epen, also die Epen, die entstanden sind von diesem Stoff, der Artus-Saga. Und eine ganz bekannte Version davon war eben vom Hartmann von Aue und darüber, wie das strukturiert ist, wie man das quasi wissenschaftlich alles durchleuchten kann, davon handelt eigentlich die Doktorarbeit, ja, die auch verlegt wurde. Genauso wie die wissenschaftlichen Arbeiten zum Fierro wurde ja auch die Doktorarbeit in einem wissenschaftlichen Verlag verlegt. Damals war es ja nicht selbstverständlich, ist damals. Wie es heute ist, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass jede Doktorarbeit automatisch verlegt genau. wird. Ja. Genau. Also das ist jetzt auch sehr interessant für mich. Darüber haben wir eigentlich noch nie gesprochen, dass er sozusagen mit Artus-Saga sich da beschäftigt hat, sogar in seiner Doktorarbeit. Ja, ja. Und somit sicherlich also auch philosophisch, da tätig war und es sich auf seine musikalische Tätigkeit ausgewirkt hat in einer bestimmten Art. Nicht? Naja, Philosophie, Literatur und Musik hängen ja irgendwie, oder Text und Musik oder Sprache oder wie auch immer hängt, das hängt ja alles irgendwie zusammen. Sehr, ja genau. Ein Titel oder ein Lied, ich glaube, du kannst es besser aussprechen, Icon Esto Me Despido. Ja, das passt erstens vom Titel sehr gut, weil eigentlich, also wenn man das jetzt platt auf Deutsch übersetzt, heißt das und damit verabschiede ich mich. Genau, wäre jetzt ungefähr die Übersetzung. Und genau, und da sind wir eben immer noch bei Martin Fierro. Eine CD, die eben nur aus Musik besteht, die schon in einem passenden Stil, aber die der Papa eben geschrieben hat, ja. Dann inspiriert ich, von diesem Epos. Ich verstehe. Da würde ich aber jetzt wirklich mir vorstellen, beziehungsweise beabsichtigen, dass man die beiden Lieder jetzt noch einmal zu Gehör bringt. Icon Esto Me Despido und Martin Fierro. Genau.
Genau. Y con esto me despido, sin expresar hasta cuándo, siempre corta por lo blando, el que busca lo seguro, mas yo corto por lo duro, y así he de seguir cortando. Permítanme a descansar, pues he trabajado tanto, en este punto me planto, y a continuar me resisto. Estos son 33 cantos, que es la misma edad de Cristo. Y guarden estas palabras que les digo al terminar, en mi obra he de continuar hasta dárselas concluida. Si el ingenio o si la vida no me llegan a faltar, mas nadie se crea ofendido, pues a ninguno incomodo, y si canto de este modo, por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Atiendan pues los oyentes y cállense los pirones. A todos pido perdones, pues a la vista resalta que no está libre de falta, que no está de tentaciones. A un cantor le llaman bueno cuando es mejor que los peores, y sin ser de los mejores, encontrándose los juntos, es deber de los cantores el cantar de contrapunto. Tiemple y cantaremos juntos, trasnochadas no acobardan, los concurrentes aguardan, y porque el tiempo no pierdan, haremos gemir las cuerdas hasta que las velas no ardan. Wir hörten jetzt Egon Estomé Despido und Martin Fierro. Dürfte ich sagen, typische Musik für oder von Gerhard Kieser, die er betreut hat, sage ich mal ganz salopp. El Moreno, Florian, was kann man dazu sagen? Genau, also der Martin Fierro, der Name ist ja jetzt schon öfters gefallen, und das ist die Hauptperson in diesem Epos, die eigentlich erzählt, was passiert ist. Und das ist deswegen so ein Nationalgut geworden, weil die Entstehung des argentinischen Staates ja mit sehr viel Leid verbunden war, und das ja immer damals wie heute ein Problem war mit den Ureinwohnern, die dann vertrieben worden sind, und also mit den Gauchos, die von der restlichen Bevölkerung quasi unterdrückt wurden, und das heißt, die hatten eigentlich nur ihren Gesang und ihre Texte, und da gab es oft so einen Sängerwettstreit, ne? Wie man das kennt, genau. Wie zu Wagners Zeiten schon. Ja, gab's das kann dort auch. Grüßen, ja, genau. Genau, und El Moreno heißt einfach nur, also der Dunkle. Das war eigentlich nur sein Gegenspieler im Sängerwettstreit. Mhm. Und der wird eben in dieser Geschichte einmal erwähnt.
Und genau, und deswegen heißt eben dieser Titel so. Ja. Also mich fasziniert ja der geschichtliche Rückblick, Sängerwettstreit, Tannhäuser, Meistersinger und Artus natürlich, und dass sich natürlich das alles da manifestiert in diesen Liedern. Großartig. Hören wir jetzt El Moreno. Yo no soy señores míos, sino un pobre guitarrero, pero doy gracias al cielo porque puedo en la ocasión toparme con un cantor que experimenta este negro. No sé lo que hay en la tierra, en llegando al mismo centro, en donde se encuentra el oro, en donde se encuentra el fiero, y en donde viven bramando los volcanes que echan fuego. Yo sé del fondo del mar, donde los peces nacieron, y yo sé por qué crece el árbol y por qué silban los vientos, cosas que ignoran los blancos, las aves de pobre negro. Heute zu Gast, meine Damen und Herren, Florian Gieser, der Sohn von Dr. Gerhard Gieser, zu dessen Sendung wir heute hier sind, oder wegen seiner Reminiszenz, wegen eines musikalischen Nachrufs. Wir hörten gerade El Moreno. Florian, er hat da sehr viel, wie wir zuerst schon gesagt haben, Geschichtliches in die Geschichte zurückgeblieben und diesen Rückblick immer in seine Musik einbezogen. Genau, also das Wissenschaftliche, das Persönliche und die Geschichte. Und genau, also das, und nämlich auch durch verschiedene Stile durch. Diese Gruppe, mit der er damals begonnen hat, ganz am Anfang, in seinen 20ern, 30ern, da waren auch eher weniger in die spanischsprachige Richtung, sondern die haben ursprünglich, das war damals, haben sie die Gruppe Orfeo genannt, die er damals mit dem Charlie Heidecker gemeinsam gegründet hat. Und da waren, genau, der Wolfgang Reintaler von der späteren Gruppe, die wir von Remolino, die wir schon hatten, der war auch dabei, und der Harry Schellinger auch. Das war seine erste Gruppe damals, und da ging es sogar noch um so Sachen wie Irish oder Folk, Samba, Bossa und so weiter. Genau, also man merkt, dass er ganz andere Sachen auch kennengelernt hat. Und dann kam eben diese Sache mit dem Flamenco, also zuerst Spanien. Und er hat ja damals auch Gitarrenkurse bei berühmten Vertretern belegt, also bei Peña oder bei Soler, bei Escudero und auch bei Cardoso, der sogar ein Ministück für mich geschrieben hat. Genau, der besagte Cardoso, genau. Also, und das Thema Tango und dann auch wirklich argentinische Folklore, das kam dann eben erst später, aber dann eben die letzten, ja, dann sehr stark die letzten 25 Jahre, genau. Aber man sieht, er hat wirklich mit allen möglichen sich damals auseinandergesetzt, auch Philosophie hatte ich eh schon erwähnt, auch Anthroposophie und auch selber Kurzgedichte geschrieben. Genau, und jetzt eben, wo ich das alles aufarbeite, komme ich schon langsam drauf, was es da noch alles gibt. Und genau, und diese Musik auf einen YouTube-Kanal stellen, dass sie nicht verloren geht, ist sozusagen nur ein Teil dieser Arbeit. Oder Prosa-Stücke noch verlegen lassen, also ich bin noch ganz am Anfang, aber ich habe trotzdem schon viel geschafft. Ja. Das hören wir bereits raus, lieber Florian. Mi Abuela bei La Samba, du hast ja das Tango erwähnt. Hier ist, glaube ich, bei diesem Lied der Samba sozusagen das Thema. Genau, also die Abuela ist die Tante, und es ist auch eine ganz bekannte Melodie da drüben. Und genau, es ist eigentlich ein Tanz in der Familie, also eigentlich etwas Familiäres. Und genau. Und heißt das nächste Dulce Mujer? Dulce Mujer, also die süße Frau, jetzt sehr platt übersetzt. Genau, da geht es dann eher wirklich um die Frau, zu der man sich hingezogen fühlt. Ja, das ist das Schöne, dass man das Musik-Dolce mit Dulce auch sozusagen in Verbindung bringen kann. Und diese zwei Nummern habe ich ihm ausgesucht, weil er hat einen sehr guten Freund gehabt, also der Roberto Morales, der schon lange in Österreich ist, und mit dem hat er viel gemeinsam gemacht, und der kommt eigentlich aus dieser Gegend, aus der Pampa sozusagen. Der kommt genau aus dieser Gegend, zu der er so einen Bezug gehabt hat. Und ist aber schon lange in Österreich, und der wirkt bei diesen Nummern mit, die eben immer so Textverse sind, und dazwischen gibt es immer ein Zwischenspiel. Und der Kollege, der Alfred Reiter, der uns dann da betreut hat, technisch bei den neueren Aufnahmen, der spielt da auch kurz mit. Genau, also diese Nummern habe ich ausgesucht, dass man das von den Freunden auch noch was hört. Ja.
Also ich sehe schon, Florian, der musikalische Nachlass deines Vaters ist bei dir in besten Händen. Ich gratuliere dir und wir sind sehr froh und ich persönlich natürlich auch. Mi abuela bailó la samba und dulce mojilla. Thank you.
sombra, acostumbrado al silencio. La casa murmurando al viento, tondo el vagable recuerdo. Yo sé que está junto a mí tu corazón, tu corazón. Heute zu Gast, meine Damen und Herren, Florian Gieser. Florian, du bist ja Cellist. Du hast hier an der Bruckner Universität Cello studiert und, glaube ich, zwei verschiedene Spektren des Cellos. Glaube ich, zuerst das Konzertinstrument und dann noch das Barockinstrument, oder? Genau. Und mit Ausflügen auch in die Pädagogik und in den Jazz. Also du bist, genau, also das Cello sozusagen ist dein Lebensinstrument bereits geworden. Ja, in gewisser Weise. Und sogar in letzter Zeit, ich habe mir auch sogar ein E-Cello besorgt, also jetzt habe ich wirklich alles, was Wunderbar. Man mit diesem Instrument machen kann. Und was mir natürlich da besonders gefällt, und ich durfte das ja in einer gemeinsamen Aufnahme mit dir bzw. euch ja miterleben, dass dieses Cello in dieser argentinischen Musik verwendet wird. Und mehr oder weniger in den letzten Aufnahmen, also all on ever ist. Naja, das macht ja auch irgendwie Sinn, weil dieses Zitat gab es ja früher schon, dass das Cello der menschlichen Stimme relativ nahe kommt. Und nachdem es oft so strukturiert sind, diese Nummern, dass es einen Text gibt, eine Melodie und eine Begleitung, passt es natürlich gut, wenn man das transkribiert, wie der Papa das immer gemacht hat, dann eben, genau, dass der Cello oft die Melodie übernimmt, aber nicht nur, manchmal auch Bass. Oder im Fall, wenn jemand anderer noch dabei ist, so wie also ich auch mit dir war. Genau. Ich kann mich erinnern, dass wir beide sozusagen oft die Stimmen gewechselt haben, genau. Und das wunderbar sich assimiliert hat und mehr oder weniger auch für die als Zither-Protagonist sozusagen interessant war, dass dieses singende Cello mit der singenden Zither herrlich kommuniziert. Genau, also ein vielseitiges Instrument. Ja. Flores Marchitas. Genau, also die wäre jetzt übersetzt ungefähr so der Titel Verwelkte Blumen. Und das ist relativ interessant, um was es da geht bei seinem letzten Herzensprojekt. Weil es ist erst im Winter 2020 erschienen. Und es gibt einen sehr erfolgreichen Sänger, der Guillermo Fernandez, der ihm dann sehr, sehr in dem letzten Jahr, wie er das entdeckt hat, noch sehr gefallen hat. Also er kannte ihn schon vorher, aber diese Produktion, muss man dazu wissen, ist was schon Anfang der 80er Jahre, 82, von Piazzolla und Pierre Philippe so ein Gemeinschaftsprojekt gemacht wurde. Es wurde aber nie in der Form dann produziert und das ist ihm jetzt dann eine CD geworden und das ist also ein unfassbar packender Text und ganz, ganz, ganz verrückte Musik und also eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Es geht eigentlich um einen Mann, der eigentlich irgendwie den Bezug zur Realität verliert, also der eine Frau umbringt und der dann der dann über sein Leben lamentiert und da so an das richten sich auch diese ganzen Titel. Also so zuerst einmal, wie man das kennt, Liebe auf den ersten Blick und dann Verwelkte Blumen und genau, also eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Das klingt wirklich interessant. Welche Instrumente oder wer ist auf dieser Nummer, sage ich mal, zu hören? Flores Marchitas. Genau, also Marchitas, ne? Das stimmt ja, im Fall, genau. Ja. Nein, das ist auch wieder eine Transkription von ihm und eine Kollegin spielt, also wir zwei spielen sowieso und eine Kollegin aus der Schule von Piper, die Elisabeth Anzinger mit Geige hat, genau, also wir haben uns auch hier ein bisschen abgewechselt, aber nach demselben Prinzip, genau, es ist einfach eine Transkription gewesen dieser Nummern, die ihn da so bewegt haben noch, genau. Lieber Florian, es war nicht nur sehr interessant, sondern für mich persönlich auch sehr nostalgisch, bewegend, was da in diesen vielen Jahren alles passiert ist und alles geschehen ist, künstlerisch, musikalisch. Bei einigen Sachen durfte ich mitwirken, das ist für mich hoch beglückend und auch mit dir zusammen musizierend und das war heute ein wunderschöner Nachruf auf deinen Vater, der noch einmal gesagt, viel zu früh von uns gegangen ist. Aber durch die Musik und auch durch dich mittlerweile lebt er und seine Arbeit weiter. Danke für die Gelegenheit. Wir hören jetzt noch Flores Marchitas. Musik.
Herren, und mit Liebe auf den ersten Blick wollen wir uns für heute verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Amores a primera vista.